Wir haben also jedes einzelne Werk, das sind 12.550 Stück, in diesen Saalaufnahmen markiert mit Hilfe eines extra neu entwickelten Tools, haben sozusagen Ausschnitte dieser Markierungen erzeugt, ja, und haben diese Ausschnitte mit den Werkbeschreibungen in der Datenbank verknüpft, sodass man jetzt hier mit einem einfachen Mouse-Over sehen kann, um was für ein Werk, von welchem Künstler es sich handelt. Wir können durch einen einfachen Klick auf ein Werk den zugehörigen besonders die schwarzen Datensatz öffnen. Sie sehen hier dann weitere Informationen, soweit sie uns vorliegen, und weiteres Bildmaterial. Sie sehen, da fehlt noch ein bisschen was, das wird aber noch eingestellt. Wir können hier Informationen zum Künstler einblenden, indem man hier einfach auf den Künstlernamen klickt und bekommt dann die wesentlichen biografischen Daten, so Herrn Brecker geliefert, den Verweis auf die Literatur, das ist noch nicht perfekt, das wird aber gerade geändert. Wir haben auch sehr viele weiterführende Links zur Wikipedia und zur deutschen Biografie mit aufgenommen, sodass man von diesen Anzeigen auch weiterführende Informationen abrufen kann. Was wir eben schon gesehen hatten, war sozusagen der Einstieg in das Material über den Punkt Fotoalben, wo man einfach ein Jahr auswählen kann und dann gewissermaßen in diesem Album blättern kann. Wenn man etwas Interessantes findet, klickt man einfach auf eine Fotografie und kommt sozusagen in das, was wir Saalrundgänge genannt haben. Diesen Punkt kann man über den Grundriss aufrufen. Man wählt wieder ein Jahr aus und man entscheidet, ob man sich die Ausstellung im Erdgeschoss oder im Obergeschoss ansehen möchte, und durch einen einfachen Klick auf eine Saalnummer bekommt man das erste existierende Foto dieses Saales, wo man dann die Informationen zu den einzelnen Werken erhält. So kann man sich tatsächlich die gesamte Ausstellung in Form dieser fotografischen Dokumentation durchschauen. Immer wenn man Näheres zu einem Werk wissen will, reicht ein einfacher Klick auf das Werk selber, um, das hat man vorhin schon gesehen, die entsprechenden Informationen aus der Datenbank abzufragen. Wir sehen, hier haben wir auch einen Käufer eingetragen, einen Hermann Esser, und der Kaufpreis 6.000 Reichsmark. Wir haben also diese Person auch versucht, dingfest zu machen und mit der Wikipedia zu verlinken. Und Sie sehen, wir hatten hier, glaube ich, recht, dass wir diesen Herrn Esser nicht als eine private, geschützte Person betrachtet haben. Haben wir, was Sie da rechts sehen, ein Set an sogenannten Filtern vorgesehen, mit denen man in der Datenbank suchen kann. Man wählt einfach in einer Kategorie einen Eintrag aus oder klickt auf Mehr, um alle Einträge sehen zu können. Also 16 dieser Bilder hat, glaube ich, Hitler gekauft. Das ist nicht in dem Fall. Ja, auch hat er Hitler. 15.000 Reichsmark. Heute im Deutschen Historischen Museum. Und hier sehen Sie eben auch die Rückseiten. Fotos, die uns von dort zur Verfügung gestellt worden sind, sind Einlieferungsbelege und solche Sachen.